gehört zum Anstand, erstens einen gewissen Zeitraum zwischen der politischen Tätigkeit und der Aufnahme der beruflichen Tätigkeit walten zu lassen und erst recht dann, wenn man in diesem Zusammenhang vorher politisch tätig gewesen ist. So hatte der einstige CDU-Generalsekretär den Wechsel von Ex-Kanzler Schröder zu Gazprom kommentiert und sich deshalb wohl selbst eine Abkühlphase zwischen Ministeramt und dem möglichen neuen Job auferlegt. Schließlich hatte er in seiner Amtszeit immer wieder mal mit Bahnthemen zu tun. Doch eine Indiskretion macht den persönlichen Plan publik. Nicht nur das. Inzwischen gibt es ein Verwirrspiel um den ehemaligen Kanzleramtschef. Denn der Aufsichtsrat der Bahn weiß nichts über einen möglichen Vorstandsposten für Pofalla. So meldete sich gestern Abend der Vorsitzende Felcht zu Wort. Der Aufsichtsrat der DB AG hat keine Kenntnis von Überlegungen zur Erweiterung des DB-Vorstands bzw. zur Bildung neuer Vorstandsressorts. Die Personalie ist längst nicht entschieden, sagt Aufsichtsrat Klaus-Dieter Hommel. Zunächst würden wir gerne wissen, warum überhaupt noch ein weiterer Vorstandsposten geschaffen werden muss und wie dessen Aufgabenbereich aussehen soll. Und erst am Schluss reden wir über Namen. Pofalla als Spitzenlobbyist. Weder er noch die Bahn haben die Wechselpläne bestätigt. Die Personalie Pofalla. Ende Januar könnte der Bahnaufsichtsrat auf einer Sondersitzung darüber beraten.